Mocha z Oderlands Muzeum Bad Rheinwalden z tematem Chrystus ze Stołecznej i inne małe pomniki w byłej Nowej Marii. Lieber Herr Kluczynski, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Wegesrand in unserer Heimat und manchmal an etwas versteckten Stellen gibt es hier und da Kleinigkeiten zu sehen, die mitunter sehr merkwürdige Schicksale hinter sich haben und die man erst entdecken muss, diese Kleinigkeiten. Ich versuche jetzt mal, solche Kleindenkmale in unserer gemeinsamen Heimat links und rechts der Oder vorzustellen und sie in einen Zusammenhang zu bringen, was nicht immer einfach ist, denn sie sind alle sehr unterschiedlich, haben alle eine sehr unterschiedliche Geschichte. Sie sind aber alle Zeitzeugen oder Geschichtsquellen, die Aufschluss geben über geschichtliche Ereignisse in der Neuzeit, manchmal auch ein bisschen älter, und die von der Allgemeinheit erst noch entdeckt werden müssen. Mein Thema ist der Christus von Stołeczna, früher Stolzenfelde, und andere Kleindenkmale in der Gegend, die früher die Neumark genannt wurde und die wir heute als das neumarkische Oderland betrachten wollen. Ich habe mir dazu 7 solche Punkte ausgesucht, einmal den Christus von Stolzenfelde, dann den Schachbrettstein von Bierhof-Gurne, ein merkwürdiges Ding, was nicht nur in diesem Ort vorhanden ist, dann den sogenannten Schwedenstein bei Heuna, Königsberg, das Denkmal für Friedrich den Großen in Gorzowice, dann den sogenannten Frühstücksstein bei Neuenhagen, Frühstück, wissen alle, was das ist und warum das so heißt, sage ich gleich. Das Krebsdenkmal in Morin und den Grenzstein aus den 20er Jahren in Schiffmühle auf der westlichen Oderseite. Hier haben wir nochmal die Verteilung dieser Kleindenkmale im Kartenbild. Die roten Punkte zeigen Sie an. Hier liegt Morin, da liegt der Schwedenstein bei Heuna, da liegt Stolzenfelde mit dem Christusdenkmal. Hier haben wir den Grenzstein von Schiffmühle, hier haben wir den sogenannten Frühstücksstein und hier den Schachbrettstein bei Bierhof. Sie sehen, sie liegen nicht so kompakt zusammen. Man könnte hier noch viele andere Dinge dazu nehmen, mache ich vielleicht ein anderes Mal. Aber diese Kleindenkmale sind schon sehr bemerkenswert und werden manchmal auch missachtet, kommen gar nicht so in das Blickfeld. Fangen wir an mit dem Christus, mit der Christusskulptur aus Stolzenfelde, Stołeczna. In der Literatur steht folgender Satz: Alle Schossszenen nach Bad Schönfließ fängt ein Christusbild den Blick der Vorüberkommenden, das aus der Schnitzerschule St. Ulrich im Grönlatal in Südtirol stammt. Die Besitzerin des Gutes, Frau Margarete von Südow, schenkte es 1912 der Gemeinde. Das ist ein bisschen dröger Satz, da kann man viele Nein interpretieren, aber es gab vor ein paar Jahrzehnten noch Augenzeugen aus dieser Zeit und die haben Folgendes wiedergegeben. Also zunächst mal haben wir hier diese Stellar, das war eine kleine Kapelle, immer auch auf Ansichtskarten von Stolzenfelde vorkommen, so ein bisschen versteckt in der Mitte hier. Kapelle an der Landstraße Stolzenfelde, das ist das immer noch stehende Herrenhaus. Stolzenfelde gehört lange der Familie von Südow und die Mitbesitzerin des Gutes, Margarete. Also hier nochmal eine
Ansicht der Stelle selbst. Hier fehlt schon die Christusfigur, man sieht nur noch die kleine Kapelle. Das Schicksal der Skulptur selbst, da komme ich gleich noch zu. Wenn man von Stolzenfelde nach Bad Schönfließ, das ist die nächstgelegene Stadt, Chinskostruy, gefahren ist, dann ist man hier an dieser Stelle vorbeigekommen. An dieser Stelle. Hier war ein Wäldchen, der Tanger, den gibt es heute noch. Und auf dem Messischblatt gut zu sehen, ist diese Stelle hier markiert. Hier, wo dieser Weg, so ein Umgehungsweg sozusagen, mit der Landstraße nach Bad Schönfließ zusammenkommt, stand diese kleine Kapelle. Warum hat Margarete von Sydow diese Skulptur da aufgestellt? Die Frage muss man sich ja stellen und darauf gibt es auch eine Antwort. Man pflegte so um 1900 immer nach Italien, also nach Südtirol, in Urlaub zu fahren. Und in Südtirol gibt es den schönen Ort St. Ulrich. Und dort lernte Margarete von Sydow einen blinden und ziemlich verarmten Bildschnitzer kennen. Im Grödnertal liegt das. Und dem hat sie diese Skulptur abgekauft und mitgenommen nach Stolzenfelde. Was sie damit im Sinn hatte, ist auch schwer nachzuvollziehen, aber eins hat sie ganz bestimmt gewollt. Auf den Gütern waren Saisonarbeiter beschäftigt, viele aus Polen. Und die waren natürlich katholisch, im Unterschied zu der Herrschaftsfamilie in Stolzenfelde, die evangelisch waren. Frau von Sydow hatte ein großes Herz für diese katholischen Saisonarbeiter und hat ihnen mit dem Aufbau dieser Kapelle an einem Weg, an dem sie immer vorbei mussten, wenn sie auf die Felder gingen, eine Stätte des Gebets, eine Stätte der Andacht geboten. Das ist die ziemlich einfache Erklärung, aber da muss man erstmal drauf kommen, wie der Impetus, also wie die ursprüngliche Idee, die dahinter stand, ausgeführt wurde. Hier sehen wir die Skulptur im März 1998 in der Klosterkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Reuna stehen, so wie sie beschädigt, entweiht, beschossen aufgefunden wurde, 1946 an der ursprünglichen Stelle. Da gibt es auch einen Augenzeugen, der im Februar 1945, da war diese Gegend schon von der Roten Armee besetzt, gesehen hat, dass die Skulptur 10 Meter hinter der Kapelle in den Wald geworfen war. Beschädigt war, aber nicht so ganz kaputt. Sie war immer noch gut erhalten. Da lag sie dann bis 1946 und nachdem die russischen Truppen abgezogen waren, nahm eine polnische Familie, der Vater hieß Tomasz Zienciak und sein Sohn Henryk, die Figur einfach mit nach Chinskostruy und haben sie auf dem Dachboden versteckt. Diese Informationen habe ich von Grzegorz Zwolinski, der mir freundlicherweise, das ist der Enkel von dem Tomasz Zienciak. Und jetzt wissen wir auch endlich, wie die Skulptur nach Reuna gekommen ist. In Chinsko lag sie jahrzehntelang auf dem Boden, bis sie so 1990 wieder heruntergeholt wurde. Und dann kam sie 1992 nach Reuna. Der Rat Antoni Chodakowski hat sich darum gekümmert, stellte sie in seine Kirche auf. Und ja, da stand sie nun ein bisschen verloren in der Ecke und sah gar nicht gut aus. Mit Einschussspuren, gerade um den Kopf herum, da hat sie besonders viele Einschusslöcher. Offensichtlich hat jemand Zielschießen gemacht auf diese Skulptur. Ja, und dann wurde sie 2015/16, das heilige Jahr war das, wurde sie restauriert. Der fehlende Arm wurde ergänzt. Sieht man hier, ob er ursprünglich so aussah, so ähnlich sah sich aus, ja. Die Einschusslöcher wurden beibehalten, als mahnende Zeichen einer Zeit, die ja, diese Skulptur auch repräsentiert. Seit 2017 steht sie
jetzt in der Marienkirche in Weimar. Und daneben steht auch eine Tafel auf Deutsch und Polnisch. Der Text, der auf dieser Tafel steht, hier der deutsche Teil, ist leider total fehlerhaft. Und ich hoffe ja, dass demnächst dieser Text präzisiert wird. Es sind schlimme Fehler da drin. Okay. Nächster Punkt ist der Schachbrettstein von Lubimow Gurne. Das ist, da steht eine repräsentative Kirche. Die Patrone dort hatten mal viel Geld, die konnten sich so eine tolle Kirche leisten. Und